Hallo zusammen, Tag 7 bei Stranded Deep. Ja, Mittagszeit, es wird höchste Zeit, ein Floß zu bauen und dann hinaus auf Erkundung zu fahren. Und wie wir das Floß bauen, das zeige ich euch heute. Und vor allen Dingen auch, wie man das jetzt wieder flott bekommt, wenn es mal am Ufer, am Fels festklemmt. So, als allererstes brauchen wir noch ein paar Seile. Als Stoff haben wir keinen Platz mehr und wir fangen an mit dem Bau der Schwimmplattform. Brauchen wir 14 Sticks. Und mal schauen, wo setzen wir es denn hin. Ich würde sagen, hier setzen wir das einfach gleich mal hin. So, das treibt natürlich jetzt sofort ans Ufer und auf die Steine. Und da war immer mein Problem. Wenn es da einmal festklemmt, dann bekommen wir es halt nicht mehr weg. So, wir bauen weiter. Als nächstes brauchen wir die Plattform. Da können wir hier aus Treibholz oder aus normalem Holz oder Planken sogar was bauen. Ich werde mich erstmal mit dem ganz normalen Holz begnügen. Man kann ja später nochmal ein neues bauen. Es geht ja erstmal darum, dass wir die Inseln hier um uns herum erkunden, schauen, was da so los ist und ein Plätzchen finden für eine Basis. So, jetzt brauchen wir noch einen Ruder, ein Segel und einen Anker. Also noch einiges, was da dran ist. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, was wir hier aus der Hand legen. So, die Sticks weg. Wir brauchen nämlich jetzt Stoff. Die Baumaterialien werden direkt vor uns aufgehoben, wenn wir jetzt davor stehen. Die müssen wir nicht alle im Inventar haben. So. Schauen wir mal. Bauen wir zuerst das Ruder. Gucken wir mal, ob das Ruder dran passt, ob es funktioniert. Es passt. Sehr schön. Das Ruder gehen wir wieder zu unserem Stickhaufen. Bauen noch ein Segel. So, das hat eine Windrichtung. Da das Ruder hinten ist, würde ich sagen, drehen wir das mal nach vorn. So, Segel eingefahren und einen Anker. Jetzt brauchen wir noch einen Anker. Dafür brauchen wir 6 Steine. Und was haben wir hier wieder zu viel im Inventar? Stoff, Seil. Die Seile reichen gar nicht. Ja, einfach zu viele Sticks hier. So. Vor uns liegen die Fasern, damit können wir erstmal neue Seile bauen. 4 Stück brauchen wir für den Anker, das reicht. So, Steine schaue ich mal, haben wir 4, 5, 6, okay, das sollte jetzt passen. So, der Anker, 4 Seil, 1 Stick und 6 Steine. Ach ja. Eigentlich habe ich alles im Inventar. Ich muss ja erstmal das Floß wieder flott machen. Noch liegt es ja hier auf dem Ufer. Und den Anker können wir nicht setzen. Das heißt, wir gehen erstmal ran hier. Klicken mit der rechten Maustaste drauf, halten die gedrückt. Und dann kann man nämlich hier das Floß ganz gemütlich lang hinziehen. Wenn wir jetzt schnell sind. Schnell, schnell, schnell. Können wir uns gleich den Anker dran bauen, wenn es nicht gerade wieder, ach ja, ans Ufer getrieben wird. So, wartet. Müssen wir auf die andere Seite gehen. Aufpassen, dass wir hier nicht reintreten. In diese stachelige, ja, Seestern, sag ich mal, dazu.
Das gibt eine ordentliche Vergiftung. Sehr schön. So. Jetzt tun wir schon mal treiben. Ja, drehen wir doch mal eine Runde. Wir können erstmal das Segel aufmachen. Oh, das gibt. Jetzt geht's ab die Fuhre. Ja, also Floß ist einsatzbereit. Schauen wir nochmal nach dem Anker. Okay, können wir nicht nutzen, da wir schon an Land stehen. So, damit ist unser erstes Floß fertig. Mit Anker, mit Mast, mit Ruder. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir das noch ein bisschen verbreitern können. Und vor allem, wir trinken erstmal was. Da hatte ich mir in der letzten Folge einen Destillator gebaut. So. Kokosnussfasern haben wir jetzt drunter gelegt. Die verdunsten wieder das Wasser und sammeln sich im Behälter. Wie sieht es überhaupt aus? Wenn wir jetzt mal schauen. Tja, trinken könnten wir noch etwas und essen. Essen haben wir ja genug. Da haben wir hier massig Kokosnüsse. Und wenn wir die mit Bedacht essen, dann passiert auch nichts. So, schön. Das sieht doch gut aus. Ja, hier hatte ich nämlich noch eine Palme gefällt. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, es stehen hier wirklich nicht mehr sehr viele Bäume. Also diese Insel werde ich jetzt hier der Farm. Wir werden uns die merken, durch die Yucca-Palmen ist die wirklich ja, eine feine Sache. Und wir werden uns auf jeden Fall eine schickere, größere Insel zum Bauen suchen. So, wenn wir jetzt sagen, so einen Schwimmkörper bauen, 14 Sticks und ein Seil. So, lässt sich, schade, lässt sich nicht dran bauen. Habe ich 14 Sticks einstecken? Nein, 4, 8. Also ich müsste jetzt nochmal 8 einstecken. Und wir können ja einfach mal wieder rausfahren und den Anker werfen. So, wir ziehen das mal hier ins Tiefere. So, jetzt sind wir natürlich ungünstig. Muss man halt aufpassen, dass man nicht in die Koralle, Schrägstrich, Seestern reintreten. Wie sieht es hier aus? Gar nicht so schlecht. So, Schwimmkörper. 7. 7 Sticks und ein Seil fehlt. Wir bauen noch einen auf der anderen Seite dran. Sonst haben wir hier Schlagseite. Das wird nichts. So, genau. Jetzt schwimmt es erstmal wieder gerade. Jetzt
könnten wir noch zwei Plattformen draufsetzen, dann können wir uns bewegen. Im Notfall können wir auch eine Kiste noch draufsetzen als Frachtcontainer. Schauen wir mal. Eine ordentliche Beplankung. Oder wir machen Planken. Wir bauen es gleich ordentlich. Jetzt müssen wir eben schauen, ob man Planken herstellen konnte. Na, sieht nicht so aus. So, hierfür brauchen wir 4 Sticks. Okay, jetzt wird es auch noch dunkel. Okay. Auf. Wir bauen das jetzt noch. Dann mache ich ein Nickerchen. Schlafen müsste ich jetzt sowieso mal. Und dann würde ich auch sagen, dann düsen wir gleich mal los. Dann stärken wir uns noch richtig. Ja, so gefällt es mir. So, 3 Balken trinken fehlen. Wir könnten auch schon wieder eine Kokosnuss essen. Komisch. Hatte ich jetzt echt nichts mehr produziert. Aber wir waren doch noch. Auf den nächsten Tag warten, bis wieder die Sonne scheint. Na gut, erstmal noch eine Kokosnuss zum Abendbrot. Und hauen uns mal hier eine Runde aufs Ohr. Schauen wir mal, 2 Balken Leben fehlen. Ja, schlafen müssen wir gar nicht. Wir hatten es jetzt 19 Uhr. Eigentlich noch keine Zeit ins Bett zu gehen. Leben fehlt. Müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt durch reine Schlafen wieder auffüllen. Nee, tun wir nicht. 4.34 Uhr, einwandfrei. Sonne geht gleich auf. Muss ich schauen. Wie tun wir denn jetzt unser Leben wieder auffüllen? Das ist echt eine gute Frage. Wenn es mit dem Schlafen nicht klappt. Essen und Trinken. Okay, so. Pass auf, wir machen jetzt los. Ich nehme mir ein paar Kokosnüsse mit. Oder, beziehungsweise wir können erstmal noch ein, zwei trinken. 3% Haltbarkeit hat unsere Axt noch. Da können wir gleich eine neue bauen. Das hat so keinen Sinn. Hier liegt unser Bauhammer, den brauchen wir. Ich weiß gar nicht, warum der hier rumliegt. Irgendwo aus Versehen mit hingeschmissen. Ein Seil und ein Stick brauchen wir noch. Ein Stick haben wir. Ein Seil können wir bauen. So, neue Axt gebaut. Jetzt wird es aber Zeit, dass hier die Sonne aufgeht. 3:45 Uhr. Tag 8.
Kompass. Den Kompass dürfen wir nicht vergessen. Mit irgendeiner Kiste ist er hier. Den nehmen wir mit. So, wir machen uns jetzt mal nordwestlich auf die Insel. Auf der nordöstlichen Insel, da war ich ja hingeschwommen. Da hatte ich mir die ganzen Kokosnüsse geholt. So, Jungfernfahrt. So, ab ans Ruder. Segel setzen. Ach, ein Anker. Ankerlicht müssen wir noch. Nett. Boah, gibt ordentlich Gas. So muss es sein. Da machen wir Strecke. Ja, wie gesagt, auf der Suche nach einer Insel, wo wir unsere Basis hinbauen. Also die Insel war jetzt ziemlich klein. Hier gab es Yucca-Palmen auf der anderen Insel, wo wir waren, mit den Kokosnüssen. Da gab es wieder richtig viele große Kokosnusspalmen. Es gab Schweine und es gab Schlangen. Ich sag mal, so eine Insel könnte mir schon gefallen. Also Kokosnüsse, ja. Ich sag mal, da haben wir auch einiges Holz zu fällen. Da müssen wir schauen. Die muss einfach schön aussehen. Ja, wir müssen uns jetzt halt bloß merken, wie unsere Insel aussieht, wo wir hergekommen sind. Wenn wir sehen, im Osten geht die Sonne auf. Also unsere Insel liegt theoretisch im Osten. Wir fahren im Westen rüber. Ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, was ich hier mal bauen sollte, immer her damit. Oder was es vielleicht noch zu erkunden gibt. Und bitte nicht spoilern, aber so ein paar Tipps könnt ihr mir immer gerne geben. Und da ich da gerade den Schiffswrack sehe, die müssen wir auch noch alle erkunden. Ich denke mal, das wird auch noch lustig. Nicht meckern. Also das Wasser hier, das ist wirklich traumhaft. Also das ist eines der schönsten Spiele, wo das Wasser so faszinierend ist, dass man denkt, hier, das ist real. Anker gesetzt. Damit ist das Boot erstmal sicher. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Rundgang. Sieht nach einer ziemlich kleinen Insel aus, oder? Wir gucken mal, was es hier gibt. Oh, da sehe ich schon eine Schlange. Oh, die kommt her. Also hier gibt es schon mal Schlangen. Gehen wir hier lang. Wir machen mal eine Runde. Ich denke aber, das ist keine Insel zum Bauen. Die ist sehr klein. Ich glaube, es gibt wirklich größere. Also wir haben wirklich viele Bäume. Und ich... Oh, da guckt. Da haben wir noch ein Schwein.
Stick, den nehmen wir gleich mal mit. Okay, es gibt nicht nur eine Schlange. Ich habe jetzt echt nicht gesehen, wo sie ist. Ja, solche Inseln sind extrem gefährlich. Kleine Krabbe unterwegs. Tja, aber ich würde sagen, wir haben es jetzt Tag 8. Es ist alles im grünen Bereich, es sieht richtig gut aus. Ich versuche mal nicht zu sterben. Ich versuche mal nicht zu sterben. Und ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt offscreen mal ein paar Inseln abchecke, wo wir denn unsere Base draufsetzen können. Obwohl die ja eigentlich ja gar nicht so schlecht ist. Wir haben Palmen, wir haben große Bäume. Tja, eigentlich könnten wir hier uns niederlassen. Gut, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei. Macht's gut!